Hallo Leute und herzlich willkommen auf dem Kanal von Eagle Eyes. Heute möchten wir euch das Dash Drive Air AE 400 vorstellen, welches uns freundlich zur Verfügung gestellt wurde von Adata. Mit dem Dash Drive Air habt ihr einen Wireless Access Point, ein USB-Laufwerk, ein Kartenlesegerät und ein Akkuladegerät im handlichen Format. Vorne auf der Verpackung finden wir ein Firmenlogo, die Modellbezeichnung und wir haben ein Sichtfenster, wo man das Dash Drive Air schon mal sehen kann. Und hier unten haben wir ein paar Beispielbilder von den Produkteigenschaften. Auf der Seite befinden sich zwei Produktbilder. Und auf der Rückseite haben wir eine Produktbezeichnung in mehreren Sprachen. So, let's see what's up inside. Natürlich ist das Dash Drive Air mit dabei. Ein USB-Kabel. Und ein Benutzerhandbuch. Hier befindet sich der Hinweis, dass wir vom ersten Benutzen das Dash Drive Air 8 Stunden laden sollen. Hier befindet sich die Batterie-Ladestatus-LED. Grün bedeutet 100%, gelb bedeutet 50% und rot eine Ladekapazität von unter 25%. Hier befindet sich die USB-Kartenlese-LED, die Powerbank-LED, eine Funksignal-LED und der Power-Button. Vorne befindet sich eine Reset-Öffnung, der Micro-USB-Port und ein handelsüblicher USB-Port. Auf der Rückseite finden wir einen SD-Speicherkartensteckplatz. Um das Dash Drive R einzuschalten, müssen wir den Power-Button etwas länger gedrückt halten. Selbiges, um das Gerät auszuschalten. Bevor wir mit der drahtlosen Datenübertragung beginnen können, brauchen wir nur noch die kostenlose App Dash Drive R Elite, die wir vom Apple oder Google Play Store gratis laden können. Sobald das Dash Drive Air mit unserem Handy gekoppelt ist, haben wir mit unserem Handy die Möglichkeit, drahtlos auf die SD-Karte zuzugreifen. In unserem Beispiel schauen wir uns die Bilder auf der SD-Karte an. Das Dash Drive Air meistert alle Aufgaben mit Bravour. Der Preis von rund 60 Euro ist mehr als angemessen, wenn man den breit gefächerten Einsatzbereich und die Masse an Funktionen betrachtet. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei Adata bedanken. Den Link zur Firmen-Homepage und weitere Informationen zum Produkt findet ihr wie immer unten im Infokasten. Bis zum nächsten Mal, euer Eagle Eyes Team.